Jo Leute, was geht ab und willkommen. Wir reagieren heute ganz, ganz kurz. Das kommt jetzt irgendwann so mittags wahrscheinlich online auf Seven vs. Wild. Ihr denkt euch jetzt so, hö, wie random. Seven vs. Wild wird wahrscheinlich im November rauskommen. Das ist dann die dritte Staffel, glaube ich. Genau. Und die wird sowas von spannend, Leute. Ich habe das nämlich jetzt schon im Bauchgefühl. Junge, Knossi, als er zurückgekommen ist, da war ja selbst geschockt und auch seine Frau, der hat so viel abgenommen und so. Das muss richtig krass gewesen sein. Das war richtig hart, glaube ich. Und jetzt ist der offizielle Trailer draußen. Eben. Weil wir Seven vs. Wild auch dieses Jahr komplett verfolgen werden, gehen wir ran in den Trailer, damit wir so ein kleines Gespür schon mal bekommen. So ein Sneaky Peeky bekommen. So ein kleines Gefühlchen, wie es aussieht. Ende November? Okay. Ende November, ja. Oh mein Gott. Oh, Leute. Oh mein Gott. 14 Tage im Dreck. Auch ohne Essen. Das kann man schaffen. Alter, Leben ist so gut. Ja, denk dran, was die Leute da draußen geschrieben haben. Die gesagt haben, du gehst raus am Tag 2. Leute, die keine Ahnung von dem haben, was wir hier machen. Rein in den ultradichten Mangrovensumpf. Seven vs. Wild ist meist einmal im Leben. Das ist unser Moment. Gänsehaut, Leute. Hey, wisst ihr, was geht ab? Wisst ihr, was geil ist? Diesmal ist auch wieder Knossi dabei und Sascha. Und ich muss sagen, in der letzten Staffel, Knossi, Sascha, Fritz und Otto, die vier Charaktere haben mich am meisten gecatcht. Und da immer, als es zu denen kam, dachte ich, oh, jetzt wird's interessant. Weil Otto und Fritz kennen sich sehr gut aus. Sascha und Warte, Otto ist auch dabei? Nein, Otto glaube ich nicht. Aber was ich sagen möchte... Aber Fritz ist dabei. Ja, Fritz auch geil. Fritz und Otto haben mich sehr gut gecatcht, weil die konnten alles. Die konnten ja alles machen, ne? Und Sascha und Knossi waren komplett das Gegenteil. Und deswegen war es so interessant, so zu sehen, verstehst du? Und jetzt wird es wieder so sein. Fritz ist dabei und der hat komplette Ahnung. Der wird wieder ein Hotel da aufbauen. Wenn er geht, die Bären werden sich da hinlegen. Ah, Fritz war hier, so. Aber das Ding ist halt, bei Knossi ist ja Comedy pur. Bruder, er war das letzte Mal, wo er dort war, das war ja so exotisch und so. Er sagt einfach zu dieser Palme, this is the rhythm of my life. Ey Leute, diese Szene, gell? Für euch war es nur eine Szene, aber für mich und Tutti, überall, wo wir waren, zum Beispiel jetzt unsere Pflanze, ich wackel die, ich so, ey Tutti, this is the rhythm of my life. Das war so funny. Das ist eine Trinkstelle für Tiere. Das sind richtig wilde Tiere, richtig große. Hab keine Angst, die Angst ist was Gutes. Wie machen wir denn der Wolfangriff? So? Oder... Ach so. Ja! Aber Leute, ganz anders. Die werden aber dieses Mal nicht ins Wasser springen müssen. Ja. Ich glaube, das letzte Mal bei der Staffel, da gab es bei manchen ja voll die Probleme. Knossi hat doch gesagt, er sei fast ertrunken oder so. Ja, ja, bei, bei jemand anderem gab es auch nochmal ein Problem. Also generell, die sind ja dann ans Ufer gekommen und die waren dann nass. Ja. Und die haben gesagt, Digga, das war so feucht dort, die konnten nicht trocknen. Ja. Und dann hatten die voll die Probleme auch mit der Haut. Die hatten Angst, dass sie irgendwelche Pilzinfektionen bekommen und sowas. Mhm. Deswegen, glaube ich, haben die sich dazu auch entschieden, auch wegen Knossi, dass sie nicht mehr ins Wasser springen. Ach, steht das schon fest? Nein, die waren aber eben trocken. Ja, aber das ist ja nichts heißes. Die können ja auch getroffen sein. Aber der Helikopter ist auch gerade dort am Strand. Ich glaube schon, dass die noch reinspringen. Ich glaube, die springen trotzdem. Okay, lass rein. Wette machen. Schreib du jetzt mal in die Kommentare. Hashtag springen, Hashtag nicht springen. Ja, ich glaube, die springen trotzdem. Nur jetzt ist was komplett anderes. Davor, das war so, da waren andere Tiere, andere Früchte und es war sehr schwer durch diesen engen, sage ich jetzt mal, Wald zu kommen. Weißt du, wie hieß es nochmal? Das war wie so geflochten. Ach so, du kommst da nicht durch. Yeah, yeah, yeah. Mangroven? Ja, ja, ja. Ich glaube, Mangrove, ich bin mir nicht sicher. Du kamst da nicht durch. Also wenn du, egal wie du dich da durchlegst, irgendwann kamst du einen Punkt, wo du denkst, es ist endlos. Da gibt's auch nichts, da gibt's kein Ziel, weißt du? Aber jetzt sind es Bäume. Das heißt, du kannst hier ein bisschen mehr durchlaufen, du kannst auch ein bisschen mehr improvisieren. Weil, verstehst du, das Schwein? Du kannst, keine Ahnung, hochklettern, du kannst auch ein besseres Haus bauen, weil die konnten, mussten mit Flut und Ebbe viel kämpfen. Aber hier kannst du tief in den Wald mit den Bäumen aber irgendwas Bro, bauen. Ich glaub, wann haben die das nochmal gefilmt? Das war im Sommer, oder? Nee, doch im Sommer. Junge, den Bäumen geht's gut. Winter ist nicht. Bitte. Das ist eine Scheiße. Das ist so gefährlich hier langsam. Der ganze Baumstamm unter mir ist morsch. Martha ist hier gerade schon einmal. Ich sehe was du nicht siehst. Siehst du es? Ja, komplett so. Aber in der Staffel ist ja auch so, die sind partnerweise dort. Ja, das wollte ich auch Und sagen. Das wird geil. Weißt du warum? Partnerweise wird es erstens witziger. Zweitens, es werden viel mehr Gespräche passieren, weil die cutten ja kaum. Die cutten ja nur Ende und Anfang und das dazwischen. Aber sonst lassen die Kamera, uncut, damit es natürlicher wird. Ja. Aber jetzt entstehen auch richtige Gespräche. Weil wenn du alleine bist, versuchst du irgendwas zu machen, irgendwie zu reden, wie du dich gerade fühlst. Und wenn
10 Leute gerade sagen, wie sie sich fühlen, dann ist es interessant. Aber nach 5 Minuten ist es nicht mehr interessant, weil du weißt jetzt schon, du musst schon den anderen zuhören. Ja, das ist mir aber auch schon. Aber jetzt entstehen richtige Gespräche, verstehst du? Ich glaube, das waren auch so ein paar Kritikpunkte. Und die nehmen das ja, die wollen sich ja verbessern und so. Dass die Leute so gesagt haben, ey, letztes Mal zum Beispiel, es fängt an zu regnen. Dann wird die Perspektive gewechselt. Nova redet jetzt, Knossi redet jetzt, Otto redet, alle sagen mal, boah, es fängt jetzt an zu regnen. Dann reden die so 10 Minuten darüber, wie die sich jetzt vor dem Regen schützen. Denke ich mir so, weißt du? Und hier ist es doch so, dass immer einer ist, der so, der ein Profi ist. Ja, und ein Amateur. Und der andere, ja, so amateurmäßig, weißt du? Und der bringt ihn dann auch so ein bisschen bei und sagt, guck mal, du musst so und so machen. Das habe ich voll vergessen. Sorry, ich habe einmal weitergemacht. Das Video so jetzt, guck mal, das habe ich voll vergessen. Und ich glaube, das wird nochmal geile Gespräche bringen. Und wenn sich jemand verletzt, gell, dann hat er jetzt jemanden Name-Hilfe oder was weiß ich. Das kann auch richtig interessant werden, okay. Cool, wieder schon gut. Das ist komplett. Ja. Oh mein Gott. Da leben ja auch komplett andere Tiere. Da leben auch richtig gefährliche Tiere. Wölfe und so. Ich hoffe, wir sehen diese Staffel was. Ich wünsche es natürlich kein, aber ich würde schon gern was sehen. Aber muss ich sagen. Irgendwie will ich was sehen. Da lässt man die einmal alleine. Macht mir Sorgen. Das ist jetzt nicht mehr lustig, Gerrit ist schon wieder hingefallen. Okay, Leute, das war's auch schon mit dem Trailer. What the fuck? Oder was? Da kommt noch eine Ankündigung. Es war's noch nicht. Ah, nee, okay. Okay, ey, das ist wirklich sehr, das sehr ist krass. So geil der Trailer ist sehr, sehr gut gemacht. Der Alter. Trailer ist sehr gut gemacht. Vor allem hier mit dem Logo, da sind 2 Menschen, weil, wisst ihr, dann die Tiere, die man dort finden kann: Bäre, Wolfe, was Berge weiß ich. Und sowas. Ja. Ey, war da sehr das gut gemacht. Das ist sehr gut gemacht. Ich freue mich so sehr. Ja. Das wird richtig geil. Also noch so 1,5 Monate und dann rein in das Ding. Ich freue mich, wir werden direkt am Start sein. Ja. Also falls du dabei sein möchtest, live, ja, dann check doch einfach mal J-Direction ab. Ja. Ich verlinke das Ganze unten im angepinnten Kommentar. Da kannst du es gerne abonnieren und dann verpasst du gar nichts mehr auf Twitch. Wir sehen uns morgen ganz entspannt. Nee, sogar später, um 20 Uhr heute nochmal. Da kommt nochmal eine Reaction online. Da sehen wir uns ganz entspannt. Und ich wünsche einfach mal einen schönen Abend. Ja? Super, ne? Wir sehen uns dann. Ciao.